Kapitel 46. Ein letzter Friedensabend. 2 Stunden. So lange wartete Kel nun bereits allein in Auroras Haus. Wofür brauchte sie so lange? Es gab keine Möglichkeit für das Akani wirklich einzuschätzen, wie lange es noch dauern würde, da seine Teampartnerin sich geweigert hatte, ihm zu erklären, wohin genau sie ging und wofür. Alles, was er erfahren durfte, war, dass es um das Epsilon-Komitee ging. Und nun war Aurora weg, ohne irgendeinen Hinweis zu hinterlassen, was er tun sollte, sollte irgendwas schiefgehen und sie würde nicht wiederkehren. In Zeiten wie diesen, in einem Krieg wie diesen, konnte sie auch niemals eine derartige Option auslassen. Was wäre denn gewesen, wenn Kel nicht gewusst hätte, wo Auroras Treffen mit Amagaga stattfand? Was, wenn sich das schlechte Ende doch noch ereignen konnte, gerade durch so einen Fehler? Hätte Kel mehr auf genaueren Infos beharren müssen. Doch all seine Gedanken wurden durch einen lauten Knall unterbrochen. Ein Knall direkt am Hauseingang. Schnelle Schritte traten die Treppe hoch, direkt zum Raum, in welchem Kel ruhte. Die Tür flog auf und eine völlig panische Aurora zeigte ihr Gesicht. Kel, geh zum Ligaturm jetzt! Sag Elementara, dass sie sofort den Kreis einberufen soll! Ich hole mal Shadow! Was, wie? Mach mal langsam, Aurora, worum geht es? Wir haben keine Zeit, bitte mach, was ich dir sage, dann erfährst du bald alles. Bevor überhaupt Zeit für eine Erwiderung blieb, verschwand Aurora wieder mit schnellen Schritten. Zwar wusste Kel wirklich nicht, was geschehen war, aber zumindest war Aurora offensichtlich in Sicherheit. Und er würde sich nicht gegen ihre Forderung erwehren. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis Aurora mit Mashadow die Gemeinschaftsebene betrat. Es war einiges an Arbeit gewesen, Elementara zu überzeugen, da sie bereits kurz davor war, Feierabend zu machen. Und Kel logischerweise keine Gründe geben konnte, mangels Information. Und dies zeigte die Ligaleiterin auch der Organisatorin dieses Treffens gegenüber. Also Aurora, ich hoffe, du hast gute Gründe für diesen Stress. Statt zu antworten, fuhr Auroras Blick durch die Reihen, bis sie Seraora erblickte, welcher auch einberufen wurde. Weniger, da Elementara ihn dabei haben wollte, als da er sonst unbeaufsichtigt wäre. Wir können noch nicht anfangen. Sorak ist noch nicht hier. Gerade schien Aurora beginnen wollen zu sprechen. Da öffnete sich die Eingangstür. Entschuldigt die Verspätung. Aurora konnte weder ihren Augen noch ihren Ohren trauen. Trotz allem, was sie gerade erfahren hatte, stand Sorak nun einfach hier. Das Cape um den Arm, als wäre nie etwas gewesen. Allerdings würde Aurora nicht handeln, als wäre nichts geschehen. Bevor jemand etwas tun konnte, schoss sie einen Eisstrahl auf Sorak los, welcher ihn schlicht abblockte. Gerade wollte Aurora weiterkämpfen, als Elementara sich zwischen die beiden Rivalen stellte. Was geht hier vor? Aurora, kannst du dich bitte mal erklären? So gestresst und aggressiv sie auch war, auch das Vulnona merkte, dass nur Ruhe sie hier weiterbringen konnte. Elementara, ihr alle! Dieses Pokémon da, Sorak, sie ist Epsilon. Stille kehrte ein. Alle Blicke bündelten sich in Aurora. Seraora war der Erste, der seine Stimme erhob. Lügen, das ist Schwachsinn. Sorak, ich hab recht, oder? Ja, Angesprochene erhob ihre Stimme. Amüsement in ihrem Unterton. Doch ihre Antwort, wenig auf ihren Teampartner bezogen. Aurora, Aurora, du musst wirklich noch lernen. Wäre ich nun mit anderen Intentionen an diesem Ort, dann hättest du mir gerade eine perfekte Vorlage geschenkt, um all die Schuld auf dich zu schieben. Würde der Plot das so wollen, dann würden in Minuten alle hier glauben, dass du Epsilon wärst. Allerdings ist dies nicht der Plan, nein. Aurora spricht die Wahrheit. Bitte? Elementara sprach als Erste die Worte aus, die sich gerade alle dachten. Weshalb bist du hier? Was willst du? Beruhige dich, Aurora. Gerade am See hatten wir doch eine normale, friedliche Debatte. Und ich dachte mir nun, wo das Geheimnis gelüftet ist, haben sich auch alle anderen hier Fragen. Ich bin bereit für einen letzten Abend des Friedens. So sehr es Aurora schmerzte, sie erkannte die Wahrheit in Epsilons Worten.
Es wirkte jedoch, als würde Seraora keine Wahrheit erkennen wollen. Lass dieses Schauspiel, Sorak. Tu das nicht. Du musst dich nicht selber als Epsilon darstellen, damit der Verdacht von mir abfällt. Als Antwort erhielt er ein Lachen. Genau wie jenes, welches Aurora bereits am See gehört hatte. Amüsiert, aber auch nicht abwertend. Seraora, ich spiele hier nichts vor. Tatsächlich habe ich deinetwegen die Wahrheit offenbart. Da du mir auf dem Weg eine große Hilfe warst. Eine zu große, als dass ich dich einfach so zurücklassen könnte. Aber die Geschichte ist wahr. Mein Ziel ist schlicht, keinen guten Pokémon zu schaden. Und weil meine Heimlichkeit und der Fakt, dass ich deine Karte genutzt habe, um in Etage 48 zu kommen, dich in diese Lage bringen, dann lüfte ich nun einmal das Geheimnis. Elementara mischte sich erneut ein, offensichtlich zur Neutralität bemüht, auch wenn es ihr eindeutig schwer fiel. Sorak, du weißt, was deine Offenbarung hier bedeutet. Bestehst du weiterhin auf deiner Wahrheit? Langsam schien die Geduld der Plot-Prophetin zu schwinden. Müsst ihr alle erst ins Gesicht gedrückt bekommen, bevor ihr meinen Worten Glauben schenkt. Dies ist es, Aurora, was ich vorhin am See meinte. Pokémon sehen mit den Augen, nicht mit dem Herzen. Deswegen könnten Pokémon wie ihr niemals die Höhen erreichen, zu denen ich auserwählt wurde. Ein weiteres Mal führte Epsilon eine ähnliche Nummer auf wie am See. Nur dieses Mal schneller. Sie entfernte das rote Band, band es sich um, offenbarte ihr Symbol und ergriff die Schwertfeder. Glaubt ihr mir nun oder benötigt ihr auch noch den Anzug, bevor ihr es endlich einseht? Wir sehen die Wahrheit, glaube mir. Verächtlich blickte Epsilon in die Ecke, in welcher Kanimani saß, welche die Antwort gebracht hatte. Hat aber auch lange genug gedauert. Ich habe es euch simpel genug gemacht. Spätestens, als ich Darkrai in Team Slash einschleuste und mich mit Aurora duellierte, dachte ich, es wäre offensichtlich genug. Aber ihr habt immer nur auf Seraora geachtet, nicht? Damit ist das aber genug. So moralisch rein Seraora auch ist, er hat nicht den Willen, ein Schatten zu sein. Schatten? Der persönlich anwesende Schatten der anderen Art schien nicht zu verstehen, was Epsilon aussagen wollte. Die Plot-Elite. Oder unser aller Name, die Schatten, die die Sonne verdecken, in den Zeiten, in denen das Licht der Finsternis den Weg weist. Was soll das für ein Name sein? Jetzt rate mal, warum der Begriff Plot-Elite existiert, du Vollidiot. Aus Langeweile? Nicht jeder kann mit so wenig Verstand handeln wie du. Die ungewohnt harschen Worte des Pokémon, welches er immer als Freundin ansah, ließen Monagoras zurückzucken. Es reicht mit deinen Beleidigungen. Also... Nun wandte Aurora sich an die Pokémon im Raum, welche sie tatsächlich als Freunde ansehen konnte. Zu denen nun selbst Seraora zählte. Anscheinend will Epsilon noch Fragen beantworten, wenn ihr welche habt, also... Soeben erwähnter Leiter von Team Slash erhob sofort seine Stimme. Wobei sie diesmal zittrig klang, ganz anders als alles, was Aurora von dem sonst so energiegeladenen Pokémon kannte. Eine Frage, Sorak. Warum? Warum? Warum was? Die Stimme Seraoras wurde stabiler, jedoch alleine durch Wut und Trauer, die sich beide nun vermischten. Du weißt genau, was ich meine. Warum tust du all das? Warum richtest du so viel Zerstörung an? Ich dachte immer, du wärst ein gutes Pokémon, aber nein. Selbst du bist nichts als eine kaltblütige Mörderin. Zum ersten Mal wirkte es so, als würde Epsilon ihre Worte wahrlich überdenken. Es ist, wie ich Aurora am See sagte. Der Grund ist, dass ihr alle nichts anderes in mir sehen wollt. Ich mag kaltblütig geworden sein in all den Jahren. Doch nur, weil mein Job sonst unmöglich wäre. Aber bin ich denn wirklich böse? Nur, weil ich der Welt den Frieden bringen will. Frieden? So nennst du diesen Wahnsinn. Bevor du in Berelo aufgetaucht bist, gab es hier Frieden. Nein, ihr alle erkanntet den Wahnsinn nur nicht. Das Böse schlummert tief in den Herzen vieler und wartet nur darauf, eines Tages zu erwachen. Die Finsternis weist dieser Gesellschaft den Weg. Die Finsternis, welcher das Licht den Weg weist. Aurora und ich, wir sind gleich. Nur, dass ich Erfahrungen machen musste, welche sie nie erlitt.
Ihr alle musstet nie wahre Pein ertragen. Für mein Friedensleben wurde ich erniedrigt, entblößt, behandelt wie ein Tier. Aurora wagte es nun, einen Gedanken auszusprechen, welcher ihr bereits am See im Verstand umherschwirrte. Und deswegen wendest du dich von diesem Frieden ab und wurdest zu dem, was du schworst, zu zerstören? Lügen! Nichts als Lügen! Frieden ist mein Element! Harmonie meine Essenz! Krieg ist ein Unkraut, welches bei den Wurzeln herausgerissen werden muss! Ihr alle! Ihr seht auch das Unkraut, versucht aber aus ihm ein Gänseblümchen zu machen. Und in mir seht ihr nur ein Feuer, das diese Pflanzen verbrennen möchte. Es ist unmöglich. Zu viele Pokémon sind unveränderlich. Auch der Platz selber weiß dies. Er legitimierte mein Handeln. Er gab mir Kraft und Anweisungen. Selbst die Essenz dieser Welt selber erkennt, dass ich im Recht bin. Immer mehr der Pokémon im Saal fanden die Stimme, um gegen den Wahnsinn Epsilons zu sprechen. Der Plot ist eine statische Kraft. Er sieht das Ziel des Friedens, aber nicht den Weg. Niemals würde er dich unterstützen, wenn er dies täte. Ist das wirklich, was ihr denkt? Was denkt ihr, wäre der Plot? Eine gutmütige Kraft des Tollsten, allein auf der Suche nach dem Besten für diese Welt. Der Platz selber gab mir dieses Schwert und sprach die Worte, dass ich alles tun solle, was getan werden müsste. Und weshalb bin ich dann eine Plottkriegerin? Weshalb würde mir der Plot Kraft geben, direkt als deine Gegnerin? Epsilon hatte eine Antwort parat. Eine Antwort, welcher Aurora die Sprache nahm. Weil der Plot diesen Krieg will. Für ihn ist das Unterhaltung. Du und ich, Aurora. Wir sind die Protagonisten des Spieles, welches diese Welt ist. Und am Ende wird eine von uns fallen und die andere diese Welt formen. Es ging dem Plot nie um Gutes, nie um Frieden. Es ging um Action. Es geht um Kampf, Handlung, eine Geschichte, die erzählt werden soll. Denn all das sind wir, Aurora, und nicht mehr. Fiktive Gestalten in einer fiktiven Welt. Es gab nichts, was Team Polana Vatras Leiterin zu diesen Vorwürfen sagen konnte. Epsilon konnte nicht recht haben. Das, was sie sagte, war nichts, was der Plot tun würde. Oder? Jedoch kam niemand dazu, ein Wort zu sprechen, denn ein schmerzerfüllter Schrei durchzuckte den Raum. Aurora fuhr herum und erblickte Kell, welcher das gesamte Treffen über still gewesen war. Seine Augen wirkten benebelt, sein ganzer Körper zitterte. Eine Art goldener Rauch umgab Teile seines Körpers. Ist euch das kein Zeichen? Mich nennt ihr wahnsinnig! Doch dieses Pokémon nehmt in euren Reihen auf! Eine wahre Gefahr für die Pokémon! Ein Irrer durch und durch! Geflohen in diese Welt, da er in seiner Welt keinen Platz hatte! Nur, um auch hier keinen Platz zu haben! Bevor Epsilon weitersprechen konnte, blockierte sie einen Angriff Auroras ab, welche sie angesprungen hatte. Sofort erhob die Plot-Prophetin das Schwert. So soll es sein! Ich bot euch einen Abend des Friedens und es scheint, als wäre der Waffenstillstand zu Ende. Ich warne euch, jeden Einzelnen! Haltet euch einfach heraus! Ist das Beste für alle! Für euch, für mich, für jedes Pokémon! Lehnt euch zurück, wartet einige Monate und ihr könnt in einer Welt des ewigen Friedens leben. Oder in einer Tyrannei, in welcher jedes Pokémon verschwindet, welches du und deine Gruppe als böse definieren, egal auf welcher Grundlage. Und eine Tyrannei, für die Tausende ihr Leben lassen mussten. Eure Worte sind nichts als Schall und werden mich nicht stoppen. Und versucht ihr wahrlich, eure Taten sprechen zu lassen. Dann werde ich garantieren, es wird euer letzter Tag sein. Niemand in diesem Raum ist ein Freund für mich. Jeder von euch kann sich entscheiden, ein Zeuge des Messias oder ein Bote der Dunkelheit zu werden. Aurora, wir werden uns wiedersehen und ich hoffe, du wirst bis dahin verstanden haben. Ich traue es dir zu. Ein lila Blitz fuhr in die Schwertfeder hinein und ließ Epsilon auf der Stelle verschwinden.
genau in den Rauch, welcher auch Kellum gab. Das ist es also. Epsilon war all die Zeit unter uns. Kurz musste Aurora überlegen, was sie überhaupt noch sagen könnte. Doch sie blieb entschlossen. Epsilon nannte diese Liga ein System, welches nach außen rein und nach innen verschmutzt ist. Mit ihrem Verschwinden ist das vorbei. Die Plot-Elite ist nicht mehr in unseren Reihen. Und wenn wir jetzt zusammenhalten, können wir die Plot-Elite auch aus unserem Leben verbannen.